Häuser mit modernen Solarpanelen, sauber geordnet, gebaut von der Führung in Peking für tibetische Nomaden. Ihre Zwangsumsiedlung verkaufen Chinas Staatsmedien als großen Erfolg. Moderne Internate seien gebaut worden, doch sie liegen viele Kilometer von den Dörfern entfernt. Nach Schätzungen mussten fast 1 Million Kinder ihre Eltern verlassen, um die Schulen zu besuchen. Uns Journalisten erlaubt die Staatsführung nicht, nach Tibet zu reisen. Wir treffen Gia Lo. Der tibetische Menschenrechtsaktivist hat sich in mehr als 50 Internaten in seiner Heimat umgesehen, bevor er nach Kanada ausgewandert ist. Die Chinesen verwenden die Schulbildung als Waffe, um die Kultur und Identität der Tibeter auszuradieren. Die Kommunistische Partei Chinas erlaube im Unterricht meist nur Mandarin, kein Tibetisch. Auch Gia Los Großnichten besuchen so eine Schule. Sie sind 4 und 5 Jahre alt. Der linientreue Unterricht habe die Kinder bereits entfremdet, kritisiert der Tibeter. Sie haben ihre Eltern und den Großvater nicht mehr umarmt. Sie saßen einfach da, waren distanziert, haben nichts gesagt. Wenn sie spielen, sprechen sie nur noch Mandarin. Wenn das die nächsten 15, 20 Jahre so weitergeht, bedeutet das das Ende unserer Geschichte. Mitte Februar reiste Gia Lo zu den Vereinten Nationen nach Genf. Hier musste sich China vor dem UN-Sozialausschuss zu Menschenrechtsfragen äußern. Im Abschlussbericht fordert der Ausschuss China auf, die Zwangsumsiedlungen und Zwangsinternate in Tibet zu beenden. Doch die Volksrepublik wischt Augenzeugenberichte erneut vom Tisch. Die Berichte verkennen die Fakten und sind Teil einer Schmutzkampagne. Chinas Internate sind auf die Bedürfnisse der Schüler vor Ort ausgerichtet. Sie sind weder geschlossene Anstalten, noch werden die Schüler wie beim Militär gedrillt. Sollte die Weltgemeinschaft Peking diese Politik durchgehen lassen, befürchten Aktivisten, könnten massive Menschenrechtsverletzungen weitergehen. Wir müssten eigentlich die Situation in Tibet und auch gegenüber den Uiguren als Frage unserer Sicherheit verstehen, weil wir daraus ableiten können, wie die chinesische Regierung sich auch möglicherweise auch uns gegenüber verhält. Doch der UN-Sozialausschuss kann nur mahnen. Das bewahre die Tibeter nicht vor kulturellem Genozid, sagt Gia Lo. Er hofft, dass die Welt nun handelt.